Herzlich willkommen zu einem weiteren Formel 1 Rennen mit dem Josh. Hallo! Und natürlich mir, dem Jan. Wir sind als nächstes dran mit Aserbaidschan. Also Ja! Baku. Hi! Wir freuen uns. Ja, es ist eine schöne Strecke, keine Frage. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir können sie nicht. Nicht gut genug. Nicht Okay, ich gut bin genug. bereit. Vielleicht. Also, Vielleicht. keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es mit den neuen Wagen ist. Das könnte natürlich sein, dass sie jetzt hammergeil ist. Aber sie ist Möglich. trotzdem noch gefährlicher als Monaco, ne? Was, also, dass das Schlimme an der Strecke ist, die zwei, drei Kurven, die gefährlich sind, irgendwo von den fünf, sechs Kurven in Monaco, sind hier halt instant tödlich. Also? Ja, das ist es halt. Also vor Da allen ist Dingen noch halt kein diese eine links hoch, dieses. nee, links bergab ist es, die ich schlimm finde. Letzter Sektor oder Nee, Anfang. ich hänge mich immer bei der Burg auf, berghoch. Nee, ich finde die danach schlimmer. Die nach der Naja, Burg, ich dann die weiß, links, die links links. runter, die muss, um richtig schnell zu fahren, musst du die halt zügig nehmen. Ne? Setup ist aber hier, glaube ich, ausgeglichen, trotzdem gut. Ja, ich hätte auch gesagt, dass es sich weder nach rechts noch nach links lohnt. Also die lange Gerade brauchst du halt das Tempo und im mittleren Sektor brauchst du halt doch noch einigermaßen. Ich bleib, glaube ich, auf normal und gehe dann auf die Strecke und direkt rausfahren. Direkt hier mit meinen Rodent. Oh, Und auf Moment, jeden Fall. Moment, 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 meine Freunde. Ich glaube, ich habe was vergessen einzustellen. Ja, wie gesagt, wenn du Topspeed verlierst, sackt das hart. Und wenn du Wendigkeit verlierst, Oh, die sackt das hart. Boxenausfahrt ist geil. Boxeneinfahrt ist hier auch gegenüber von Monaco einfach abgrundtief böse. Ja, okay, bei Monaco ist es ja eine früher rechts quasi. Ja, genau, Dein das ist Navi halt sagt dir langsam, anstatt die übernächste die nächste rechts. ne? Ja, da bist du bei. Also, das ist entspannt bei Monaco, muss ich einfach sagen. Oh, hier Ja. geht's links lang. Ich kenn schon die Ach, hier Streckenführung gar hinten nicht. ist erst die weiße Linie weg. Die Boxenausfahrt ist mir entspannt. Also, Ja, die Boxen. du Ach, nimmst hier das ist eine Ding und fährst. DRS-Zone. War hier schon Die immer. Start-Ziel-Gerade ist DRS-Zone und die danach ist DRS-Zone. War die danach Also schon die. immer Ja, DRS-Zone? die war schon immer. So, erstmal eine gezeitete überhaupt bringen und dann kann man mal ein bisschen Risiko gehen. Ich bin jetzt auch hier gerade erstmal nur quasi auf der Strecke, um mich zu akklimatisieren, wie das so schön heißt. Ein bisschen Learning by Doing. Learning So. by Driving and not Dying. Oh, erste war an der Burg vorbei. Ich meine aber nicht die erste Kurve nach der erste links nach der Burg, sondern die zweite. Ja, im Prinzip die vorletzte vor Oh der nee, die ewig dritte lang. sogar. Ja, genau, die letzte, ja, die, ja, genau. Die, wo du auch wirklich dann wieder bremsen musst. Wenn du da einfach zu spät bremst, tötest du dich halt einfach. Okay, da habe ich zu stark rausbeschleunigt. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Wagen umgehen. Habe ich verstanden. So, nicht die, meint Josh. Auch nicht die, meint Josh. Sondern die, meint Josh. Ja, die, wo du halt bremsen musst. Die restlichen vorher sind erst recht mit den Wagen hier, glaube ich, sehr entspannt. Naja, es war mir schon klar, welche du meinst. Aber. Es ging halt nur, sollte jemand mir zugucken. Oh ja, guck mal, ich habe deine Aufrufe gesehen auf den letzten Videos. Du hast auf jeden Fall ein paar nette Zuschauer. Ich gucke es mir auch simultan an, gerne nochmal. Ja, Mache ich auch dann aber deinen Ton an, weil meinen kenne ich. auch. Also, Deinen kennst du. mein Video kenne ich halt auch. Geil, dass ich gerade mal meinen Controller rumgefummelt habe, währenddem ich jetzt schon auf einer schnellen Runde bin. Oh Gott! Hat sich mein Wagen ein Boah, bisschen ich überlege gedreht. gerade echt, ob man nicht sogar vielleicht einen nach rechts hätte gehen sollen. So lange wie ich Jo. am Topspeed hänge. Das stimmt. Aber jetzt müssen wir damit was Jetzt machen. müssen wir damit fahren, jetzt müssen wir damit fahren. Kann halt aber echt sein, dass es Ja. sich halt lohnt, auf Ich muss Topspeed aber zu sagen, gehen und es da. macht aber halt richtig Fun hier, die Kurven anzubremsen. Die 90-Grad-Kurven und Die dann halt 90 einfach. Grad Kurven sind geil. Die sind geil. Also, ich hatte es damals, als ich das Streckenlayout gesehen hatte, als Baku rauskam. Dachte ich mir so, boah, das ist schon eigentlich ziemlich langweiliges Streckenlayout, Ja, ne? genau. Und Aber wenn du das dann. hier so fährst, das. Oh Gott, jetzt habe ich mich ein bisschen verfahren. Ja, also wenn man das fährt und wenn man das auch das erste Mal richtig in Aktion sieht, ist das eigentlich gar nicht so kacke. Ja, zum Zuschauen sieht die, ist die eigentlich Ja, ganz vor allen Dingen, geil. du musst erst mal so überlegen, du hast drei Sektoren, die im Prinzip ihren komplett eigenen Stil haben. Sektor Ja, 1 eine mit den komplett 90 Tempo. Grad Kurven und immer schnell rausbeschleunigen, dann hast du diesen langgezogenen Kurven, kurze enge Kurven, zweiten Sektor. Und dann hast du Jo. Volltempo, dritter Sektor. Aber auch schnelle Kurven, dritter Sektor, ne? Das ist Naja, halt genau, das ist halt auch nicht nur wertvoll. komplett gerade, sondern das ist halt auch noch schnell gezogene Kurven. Also das muss ich sagen,
das hat schon echt viel Stil. Da kann ich gut verstehen, warum sie die Strecke reingenommen haben. Und ich bin auch der Meinung, dass wahrscheinlich auch für fahrerisch das eine sehr große Herausforderung ist, das zu meistern. Definitiv sehr viel Spaß. Aber normalerweise hast du ja eher Strecken, die nur ein oder zwei Sachen von dir abverlangen. Und nicht alles auf einmal. Oh, hinter Perez, das gefällt mir aber nicht. Aber man merkt schon, dass der Wagen viel einfacher die langgezogenen Kurven packt als im letzten Teil, ne? Im letzten Teil hingst du ja echt voll am Limit bei der Kurvenführung. Und dass du ja nicht in die Wand donnerst. Trau mich, also jetzt bin ich schon mal eine gezeitete gefahren. Perez ist vor Ricardo von der Zeit. Leider auch vor mir. Ich bin hinter Ricciardo gelandet, tatsächlich. Oh, das macht so fun, diese Strecke. Und dann bin ich tot im Rennen. Das ist halt so das Traurige. Ja, wahrscheinlich. So geil zu fahren. Wie gesagt, besonders, ich finde, besonders der erste Sektor macht richtig Spaß. Der letzte ist halt einfach... Ja. Der letzte ist halt einfach durchnödeln. Der zweite ist halt gefährlich einfach nur. Der macht im zweiten Spaß. Musst du wirklich fokussiert fahren. Ja. Ja, die eine Runde möchte ich aber jetzt auch noch fahren. Boah, hoch zu Burg, die Rheinberg hoch. Die ist so geil, wenn du sie richtig geil erwischst. Das fühlt sich so richtig gut an, was man da tut. Ah, die Kurve war nicht gut. Oh. Die war wiederum besser. Komm. Einmal bremsen noch. Oh, da habe ich zu früh gebremst, das ist sad. Und dann schlecht eingelenkt. Das Problem ist, ich bin gerade eigentlich auf keiner schlechten Zeit unterwegs, aber ich habe halt Besuch vor mir. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass mir das gleich alles versaut. Na, ich bin nochmal 7/10 schneller. Aber leider letzte Kurve, wo man bremsen muss, nochmal so 2/3 verloren. Das war schade. Ich aber jetzt gerade auch. Da hätte ich deutlich später erst bremsen können, aber irgendwie. Perez kriegen. Und das ist auch P1. Das ist nice. Good job. Schnell. Boxenstopp? Was? Ingenieurfunk an? Das wollte ich nicht. Boxenstopp. Komm schon, ich zieh mich doch ein bisschen durch den Windschatten. Da ist doch ein bisschen was drin. Benzin bitte auf Mager. Das muss ich nicht ganz so lange gleich im Schleichtempo fahren. Alter Schwede, ey. Was will ich eigentlich mehr in diesem Leben, ey? Ist okay. Meine Runde war bis auf die letzte Bremskurve. Also die auf die Start-Ziel-Gerade quasi, auch wenn sie ja ein bisschen gebogen ist, war richtig geil die Runde. Es hat auch richtig Spaß gemacht, die so zu fahren. War auch, wie es scheint, gar nicht mal so langsam, weil nur mit dem Vorbottas, ne? Also. Ja, ich bin Dritter gerade. Allerdings bin ich auf Soft unterwegs, ne? Oh, Raikön ist schneller als ich. Ja, jetzt bin ich nur Vierter. 4-9? Oh, das ist ja nur eine 10. Oh, was ist deine Zeit? 45-0. Okay, ich bin eine halbe Sekunde langsamer gewesen auf Softies. Okay, das geht ja sogar. Das ist echt okay. Wie gesagt, ich habe halt mir nochmal so 2/3 verschenkt. Also die Pole ist für mich immer noch drin. Ja, 2/10 wären bei mir auch noch oben drin. Muss vorsichtig sein. Ich werde wahrscheinlich durchsichtig, wenn du kommst, aber ich bin halt gerade am Schleichen, weil kein Benzin mehr. Ja, jo. Bin halt wirklich am Limit. Ja, du bist durchsichtig, aber danke. Grüße, mein Freund. Grüße. Scheiße, ich muss mich wirklich beeilen. Ich will ja nochmal vielleicht sogar 2 Runden fahren. Das wird jetzt eng, die Frage Runden ist halt, wie viele Plätze mache ich gut, indem ich auf Supersoft wechsle und nochmal versuche? Ja, oder will ich nicht auf... Du bist jetzt wahrscheinlich Fünfter oder sowas? Fünfter, Vierter? Vierter gerade. Ja, aber gehen wir davon aus, wie viel ist zwischen uns halbe Sekunde? Da können sich halt immer noch locker Vettel, Hamilton... Ich gucke mir gleich die Abstände nach hinten an und nach vorne von der KI. Wie gesagt, ich bin 7/10 schneller gefahren jetzt, das heißt, ich war knapp hinter dir. Und hinter dir, also Perez war vor mir. Ja, Perez ist auch der auf 5. Ja, der hat einmal Boxeneinfahrt. Der ist 2/10 hinter dir, das kann der halt auch einfach mal so holen. Ne? Ach, in der Box ist 60. Ja, okay, nicht, dass das. Und, aber ja, erst ab hier gilt das, okay. Oh, wie lange brauche ich denn für die Start-Ziel gerade ohne Benzin? Lange. Warte mal, ich muss rein theoretisch rauskommen. Ja, so bei. Ich würde halt gerne noch eine Runde fahren. Also, ich schaffe auch nur noch eine dann. So weit hinten würde ich sagen. Holy shit. Ey, ich will noch eine Runde fahren. Das wird richtig eng. Wie ist das nochmal in der Formel 1? Der Konstrukteursmeister kriegt die Box als erstes oder als letztes? Aus unserer Sicht hätte ich gerade behauptet, als erstes. Ich meine auch als erstes, ne? Ja, die am weitesten vorne.
Also die Runde ist gerade richtig spannend. Ich fahre jetzt 75 hier. So, wir sind immer noch aktuell P4. Wir gucken uns das jetzt hier ganz mal auf. Der sagt mir, Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ach, sag an. Ich darf nicht mehr raus, ne? Ich komme nicht mehr. Ich müsste rein theoretisch jetzt in einer Minute wieder raus und ich muss jetzt erst noch rein. Ich mache das jetzt anders. Ich gehe jetzt auf jeden Fall auf Supersoft, fahr raus, fang die Gezeitete an und bremse halt ab, sollte ich nicht allzu viel weit nach hinten fallen. Ich sag mal, 6 ist Limit für Soft. Wenn ich unter 6 falle, will ich die Supersoft-Seite haben. Ah, ich bin gerade ein bisschen sad, dass ich jetzt nicht nochmal fahren kann. Go, 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 go. Nicht ewig rumstehen, lass mich Tacken machen. Lass mich Tacken machen. Aber mit 1,45 ist das auch eine sehr langsame Strecke, ne? Oder? Ich brauche gar nicht mehr rausfahren. Ich kann mir jetzt eigentlich angucken. Also okay, ich fahr aber nochmal raus trotzdem. Einfach für Zuschauer und für mich halt auch. Ich will die Strecke einfach nochmal eine Runde genießen. Weil ich müsste halt jetzt instant wieder raus. Also wenn sie mir die Reifen und... Also die müsste halt nachtanken, ne? Ist halt so. Schade, ich wäre wirklich gerne noch... Ich bin auch immer noch für Boxenstopp-Manier im Qualifying. Aber du musst halt tanken, so, und tanken ist mittlerweile verboten da, ne? Ja, nee, aber ich hätte zum Beispiel gerade genug Benzin drin gehabt. Weil ich halt auf den Softrun mehr mitgenommen habe. Oh, ich habe auch auf dem mehr mit. Holy shit. Ja klar, er hat die Einstellung einfach übernommen und nicht wieder aufgetankt. Ja, ich bin ein bisschen mad. Ich hätte... Die Pole war sogar drin. Und das ist das Traurigste. Also, oh Mann, ey. Ja, Setup gibt mir einfach nochmal... Okay. Entweder die Soft waren einfach gerade nur richtig warm gefahren oder die Soft gefallen mir tatsächlich besser als die Supersoft. Geh auf die Strecke. Guys, ich... Diese und nächste Runde für ungültig erklärt. Ernsthaft, ich habe 3 Kurven vorher abgekürzt, um eigentlich Grosjean noch zu überholen, weil der anfing zu schleichen wie so ein Halbgeschein. Ja, okay, ich krieg keine neue Zeit mehr hin. Ja, diese und nächste Runde als ungültig gilt. Ich fahre jetzt auch einfach nur... Ja, okay, dann fahre ich einfach übungstechnisch. Ja, genau. Aber das war wohl frech vom Grosjean. Ich habe den halt einfach nur ingeschnitten komplett, weil er halt geschlichen ist. Aber er ist dann trotzdem mit Einsatz gegen mich attackiert. Einfach nur einmal. Aber offensichtlich ist es so, sobald du im dritten Sektor etwas cuttest, ist automatisch auch deine nächste Runde für ungültig. Ja, kommt auf die Strecke an, denke ich. Aber ich hätte gesagt, in dem Fall hätte es gar keinen Unterschied gemacht, weil die entscheidende Kurve zum Abbremsen halt sowieso noch kam. Ach so, ja okay, wenn noch eine Abbremskurve kommt, dann ist es eine Sache. Wenn du dadurch natürlich mehr Topspeed irgendwo kriegst, verstehe ich das halt, ne? Ja, klar. Also das kommt halt immer auf die Strecke an. Aber ich hätte halt gesagt, dass es in dem Moment mir keinen Vorteil gegeben hätte. Okay. Schade, aber der erste Sektor nochmal gefahren. Und ich muss sagen, der erste Sektor ist einfach. Der sieht so langweilig aus, ne? Aber es macht so Spaß zu fahren. Ja. Es ist halt. So, kann ich mir jetzt angucken. Ich guck mir wirklich sogar mal. Ich möchte. Damit muss ich durchschalten. Ich möchte. Vettel hat noch keine Zeit. Vettel hat eine Zeit und ist vor mir. Nein! Zerk hat mich jetzt auch wirklich hart langsam. 2 Leute knapp vor mir. Hamilton hat auch noch keine Zeit. Ich muss mir jetzt angucken hier. Zuschauermenü. Ich bin lila erster Sektor gewesen. Wo war das? Wo ist es? Komplett. Ich will wissen. Ah ne, Rundendaten möchte ich wissen. Dritter Sektor. 42, 43, 44. Er musste abbremsen! Er musste abbremsen, weil ihn. Irgendwer. Massa oder. Ne, war nicht Massa. Mir hat gerade Stroll den dritten Platz geschenkt. Weil Stroll eiskalt vor Hamilton gezogen ist und ihn abbremsen lassen hat und Hamilton ist jetzt der 10. hinter mir. Okay, ich verliere am meisten im letzten Sektor offensichtlich. Weil das wäre zwar eine persönliche Bestzeit gewesen, aber es wäre keine Polezeit gewesen. Jetzt aus Sicherheitsgründen einfach nochmal abgebremst, aber... Oh, ich werde 7. noch. Ich wurde noch 2 Plätze nach hinten gereicht. Egal, Hamilton und Vettel sind auf jeden Fall vor mich gekommen. Und, achso, hinten raus nochmal. Hinten nee, raus nochmal. Die waren so. Ich war gerade noch 5. Perez hat es noch vor mich abgeschafft. Perez hat es dann noch geschafft. Oh, komm schon, mit dieser Pizzle-Zeit da drunter, ey. Das hätte ich auch auf den Soft noch hingekriegt. Ja, guck mich mal an. Hätte ich nochmal eine Runde gezeitet fahren dürfen, ne? Wie gesagt, erster, zweiter Sektor war ich auch lila. Ich habe nur hinten raus verloren.
Ich war auch gar nicht mal so lange. Also ich war halt im letzten Sektor halt auch verloren, weil ich die letzte Kurve angepasst habe. Aber ist egal. Ich freue mich jetzt auf das Rennen. Das macht richtig Spaß. Ich hätte nicht gedacht, ich will jetzt einfach nur safe fahren. Ich werde hier keine komischen Aktionen veranstalten, nicht so wie die letzten Rennen. Ich bin 3 Rennen, glaube ich, jetzt hintereinander ausgefallen. Bist 3-mal also außerhalb der Punkte gewesen? Stimmt. Ausgefallen. Ausgefallen. Kaputt. Ausgefallen. Spanien, Monaco, Kanada. Stimmt, ich habe 2-mal 2 Punkte geholt oder sowas. Ich habe wirklich... Ich habe es mir nochmal angeguckt. Ich habe ein paar geholt. Aber Spanien war komplett mein Fehler. Kanada, als ich ausgefallen bin, ich konnte schon nichts mehr kriegen. Ich habe die schnellste Rundzeit gehabt und das war mir egal. Boah, Monaco war halt. Will ich weiße fahren? Mir wird weiß vorgeschlagen. Rot-weiß wird mir vorgeschlagen. Mir wird gelb-rot vorgeschlagen als eins. So. Und ich fahre angeblich nur 46-23. Krass. Warte mal, ich möchte das mal umändern. Mal schauen, was der mir sagt. Ja, natürlich ist das 2 Sekunden schneller, wenn ich mir die gelben aufziehe. 3,4 Sekunden, wenn ich mir die gelben statt die Dings. Ja, nimm ich dann. Genau so möchte ich das bitte haben. Rot-gelb, dankeschön. Ja, als ob der mir 3 Sekunden vorenthalten hat. Wann ist dein Boxenstopp? 10. Ja, dachte ich mir wahrscheinlich relativ früh. Meine ist halt erst 14. Ja, ich würde gerade sagen, deine dürfte irgendwo. Nee, du dürftest auch nicht die 16 Runden, die ich auf Gelb dann fahren muss, aber. Ich fahr 14 auf Gelb. 14, dafür schaffst du halt mehr auf Rot. Ja, okay. Also, das nochmal auf bestätigen. Okay, ich bin bereit. Jo, ich auch. Ich trinke nur eben meinen Kaffee zu Ende. Achso, sorry. Jetzt habe ich auf A gedrückt, weil du sagst, ich auch. Naja, der ist jetzt auch leer, alles gut. Okay, sehr nice. Kupplung, schon mal üben für gleich. Tschu! Oh, der Start war sweet. Jetzt kriege ich gleich keinen so guten Start hin. Study. Ich möchte nur heil durch den Anfang kommen und am besten Perez in den ersten 2 Runden überholen. Was sagt er mir? Also sonst sagt er immer, ja, das und das passt, ne? Gucken wir, dass du ein bisschen schaltest oder sowas, ne? Ja. Weißt du, was sagt er mir jetzt? Ja, guck, dass du ein bisschen schaltest, die Bremsen sollten warm werden. Ach ja, und denk ans Reifen aufwärmen. Einmal komplette Bandbreite gesagt, was ich tun soll. So nach dem Motto, mach einfach irgendwas. Du Vollidiot, tu einfach irgendwas für deinen verdammten Wagen. Ja. Kann sein, dass ich letztes Mal war ich, glaube ich, der in der Startaufstellung stand, ne? Ja. Ach, wo ich das hier gerade so vor mir sehe. Hast du mitgekriegt, dass Haiflisch und der T-Flosse und der T-Flügel verboten werden nächste Saison? Also, in der Saison noch? Für 2018. Oh, das ist schön. Sieht auch nicht so schön aus. Ne? Eben, also, es geht halt, obwohl er was bringt, ist für die Optik scheiße, deswegen wird er verboten. Aber der Halo kommt. Ja, aber der Halo, genau. Aber der Halo kommt. Ich verstehe die Grund... Oh Gott, mega lag. Na, ich glaube... Ich habe die Grafiker schon runtergestellt und ich habe meinen Grafikkartentreiber aktualisiert. Also eigentlich sollte das nicht mehr passieren. Bisschen weird. Mehr Arbeitsspeicher, mehr RAM rein in den PC. Oder vielleicht mal das Aufnahmeprogramm wechseln. Ich weiß nicht. Dono? Was wolltest du noch sagen zum Halo? Ja, also ich verstehe ja die Idee, dass man halt Leute schützen will, ne? Aber... Keine Ahnung, die Fahrer, die hier drin sind, die wissen halt, was für ein Risiko das ist. Ist auch meine Rede. Es ist halt immer noch ein extremer Extremsport quasi, mehr oder weniger. Es ist halt gefährlich. Ich sag mal so, wenn du zum Beispiel Reitsport nimmst, die Leute fangen ja auch nicht an, da den Boden mit Luftkisten auszupflastern, weil du runterfallen könntest. Ja, oder die Hufen einfach nochmal ab, nochmal mit Schwämme drunter, dass wenn nicht mal ein Pferd tritt. Ja, es ist halt völliger Schwachsinn. Ich meine, klar, ich bin auch immer für Sicherheit. Immer. Ja. Aber es nimmt langsam Ausmaßen an. Das brauchen wir nicht mehr. Wenn halt, klar, es kann halt ein Todesunglück geben und das ist dann halt auch wirklich traurig. Oh, aber du hast schlechte Connection, Perez hat schlechte Connection, Ocon hat schlechte Connection. Alle haben schlechte Connection. Nur ich nicht. Oh, ich habe gerade Jeff weggedrückt. Jeff, Schnauze! Der wollte mir irgendwas sagen, ich habe einfach irgendeine Taste gedrückt. Okay. Okay, mein Start war nicht schlecht, aber der von Perez war auch gut. Mein Start war super geil! Ich bin Erster! Ich
kurz genießen, genießen, genießen. Okay, jetzt kann ich, jetzt ist mir alles egal. Perez, du... Perez ist so ein Arschkind, ne? Der ist eiskalt innen durchgestochen und kam damit davon. Oh Gott, ich führe. Ich habe so einen Traumstart gehabt. Ich bin direkt zwischen Vettel und Raikön einfach durchgezogen. Oh, jetzt bin ich aber früh auf der Bremse. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, glaube ich. Ich habe halt gerade extra ein bisschen Abstand von denen vor mir, damit ich sie nicht hinten drauf kachel. Weißt du, so, Alter, ich verliere meinen Frontflügel direkt wieder in der ersten Runde. Das verstehe ich. Und Perez hat sich echt Hamilton gegeiert gerade, ne? Und zwar nicht beim Start. Hamilton, was ist da los? Ich dachte, du bist der World Champion. Du wärst eigentlich der neue Michael Schumacher oder so. Nee. Oder du wärst besser als Michael Schumacher. Okay, guter Start. Wir stehen ganz gut da. Alter, ich führe das Rennen an, Jeff. Was willst du eigentlich? Ich kann ja mal die Diskussion hier vom Zaun brechen. Hamilton als Fahrer. Was bist du? Jetzt geht's los. Ja. Besser oder schlechter als Michael Schumacher? Ich hätte gesagt, wenn Schumi auch wieder jung wäre und also auch die... Nein, es geht schon um Schumi Bestzeit gegen Hamilton Bestzeit. Schumi war viel abgebrühter, was was ruhig bleiben angeht. Hamilton ist zu emotional für einen guten Fahrer. Er fährt gut, er hat ein super geiles Gefühl, aber er ist zu emotional. Ja, ich bin auch der Meinung, Hamilton ist ein klasse Fahrer. Und er ist auch verdient Weltmeister geworden. Aber ich finde halt auch, man muss halt fairerweise sagen, der Wagen spielt ihm halt auch einiges zu. Ja klar, der Wagen ist halt auf ihn geschnitten, das merkst du halt sofort. Och, komm schon, Perez! Frontflügel. Leichter Knackser am Frontflügel. Jetzt. Hellgrün. Okay, das geht ja noch. Nee, aber es war halt wieder so, ich zieh an Perez. Ohne Spaß, Perez, hör auf. Ich zieh hinter Perez raus, um ihn zu überholen, und er zieht im letzten Moment davor. Oh fuck, jetzt hab ich mich aber leicht verbremst. Oh Gott. Es gibt Grenzen, mein Freund, es gibt Grenzen. Also ich und Perez werden keine Freunde in diesem Leben. Ja, ich werde in dem Spiel auch mit manchen Fahrern kein Freund mehr. Bei mir ist auch relativ egal, ob ich jetzt gerade vorne wegfahre, weil Raikön holt auf der Startzielgerade so arg auf. Ich komme nicht weg. Ich hätte auch gesagt, dass die KI uns auf der Startziel unglaublich überlegen ist. Weil, wie gesagt, im Qualifying war ich Sektor 1 und 2 ohne Probleme lila. Und ich bin da nur eine Zehntel schneller gefahren als meine persönliche Zeit. Das tut mir furchtbar leid, Perez. Das tut mir wirklich richtig hart leid. Okay, ich fahre natürlich jetzt gerade lila, aber das liegt halt an zweiter Runde, ne? Ja. Es tut mir furchtbar leid, Perez. Ich darf nie wieder ein schlechtes Wort zu dir sagen nach der Aktion. Alter, was habt ihr auf einmal für eine Lücke da? Was hast du angestellt? Guck mein Video. Okay, das wollte ich tun. Wir reden nicht darüber, es ist niemals passiert. Ja, ich weiß, ich bin langsam auf der fucking Geraden. Das könnte an diversen Fahrfehlern bzw. an einem Markanten liegen. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir... Aber jetzt habe ich mal Zeit, hier ein bisschen Gas zu geben, weil Perez jetzt auch... Nee, Raikön. Also ich weiß, das war schon assi, mich so zwischen in die Kurve zu stellen. Aber ich habe dich extra vorgelassen auf der Startziel. Und dann machst du mir die Tür so arg zu. Das fand ich schon ein bisschen assi. Ich habe keine Strafe bekommen, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Wenn das Spiel sagt, es ist keine Strafe, dann ist es keine Strafe. Ich habe vorhin auch keine Strafe gekriegt, obwohl ich eine verdient hatte für die Aktion gegen Perez. Da hätte ich eine Durchfahrtsstrafe für verdient. Oh Gott, und ich verbremse mich wieder an der Kurve. Jetzt aber langsam genug. Also da, wie gesagt, für die Perez-Aktion, ich hätte Strafe verdient. Ich hätte mir selber eine Strafe gegeben. Ich hätte auch sogar verstanden, wenn er jetzt ein Disqualify. Was? So schlimm? In der Realität hätte das jemand gemacht, ich hätte gesagt, der hätte gehört disqualifiziert. Oh Gott, ich muss abkürzen. Roter Frontflügel. Ja, im Prinzip ist mir wahrscheinlich genau das passiert, was dir passiert ist. Nur, dass ich dabei Perez voll gesandwiched habe.
weiß noch nicht, ob ich weiterfahren. Ich muss mit Rot, muss ich eigentlich rein. Fuck my life! Änderung bestätigt. Aus Angst gehe ich immer vom Gas. Stop it! Perez, don't run away from me! Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Ich bin genau meine Hasskurve. Bin ich zu scharf rein? Ja, ich weiß. Und hab dann halt vorne rechts meinen Frontflügel verloren. Im Prinzip ist mir etwas Ähnliches passiert, wobei ich halt Perez an der Wand gesandwiched habe. Okay, jetzt muss ich durchs Feld. Fuck, das hätte das geilste Rennen des Jahres werden können. Jetzt habe ich einen roten Frontflügel, weil ich wegen DRS mich verbremst habe. Jetzt kann ich voll aggro fahren, von meinen Reifen her, weil gelb kann ich nicht durchfahren, weiß wollte ich nicht fahren. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Änderung bestätigen. Verstanden, geht in Ordnung. Fuck off, ey. Ich hasse Frontflügel. Vor allen Dingen hasse ich das, dass wenn du im Qualifying ist die Bremslinie gut. Oh, im Rennen sackt die, sobald du DRS hast. Ich habe mich halt so krass verbremst, obwohl ich gut angebremst habe eigentlich. Nur aufgrund von DRS hat das halt überhaupt nicht hingehauen, was der mir angezeigt hat. Ich war halt zu motiviert, weil ich habe eine kleine Lücke gerissen und wollte Raikön aus dem DRS-Fenster kriegen, um entspannter zu fahren. Und habe das halt, wurde halt direkt zu meinem Verhängnis. Das ist sad, das war wirklich einfach mein Fehler. Das war wirklich schlecht gefahren. Wie fährst du jetzt? Rot-Gelb oder Ich fahre jetzt erstmal rot und dann mal schauen, ob ich auch rot-rot. What? What? Nein, Jan! Nein, das war nicht mein Fehler. Ich wurde gerade abgeräumt von Ricciardo. Ich wurde gerade abgeräumt. Oh, das ist sad. Das tut mir jetzt mega leid. Ach, Jan. Ich habe sogar fast überlebt, ne? Aber dadurch, dass ich meinen kompletten Flügel verloren habe, durch die Rammaktion von ihm, hatte ich halt keinen Abtrieb mehr, um rechtzeitig zu bremsen und bin einfach voll gegen diese Boxeneinfahrtsgedönse geknallt. Ja, verstehe ich. Und wenn Ricciardo jetzt keine Strafe hat, ne? Bin ich richtig pisst. Wirst du ja jetzt sehen, sobald du deine Animation durch hast. Kann ich das irgendwo sehen? Ah ne, du siehst nur, wenn eine kommt, ne? Ja, ich sehe nur, wenn jetzt eine kommt. Ja, Delta, wie soll ich denn hier über Delta noch. Wie soll ich denn noch langsamer fahren? Stehen bleiben? Ja, ist aber doch normales Safety Car, oder nicht? Ja, aber trotzdem musst du erstmal Delta fahren. Solange wie halt. Bis halt wirklich die ersten Trümmerteile weg sind. Es gibt trotzdem ein gewisses Delta. Also ich weiß nicht, ob es schneller oder langsamer als virtuell ist. Glaube ich sogar dasselbe. Es geht einfach nur darum, dass erstmal alle langsamer fahren. Du brauchst halt nicht schnell fahren dann in der Situation, ne? Macht das keinen Sinn. Und So, vorne werden sie jetzt langsam. So, vorne. Ich bin gut gefahren. Ich bin solide gefahren. Ich hätte Perez noch gekriegt, dann hätte ich meinen Einstopp durchgezogen und wäre als Sechster ins Ziel gekommen. Ich wäre zufrieden gewesen mit meinem Leben. Ja, ich wäre ohne meinen Frontflügelschaden wäre ich auch sehr zufrieden gewesen. Wir stoppen übrigens eine ganze verdammte Menge gerade. Ja. Die hole ich mir auch hoffentlich direkt. Ricciardo ist auch darunter. Der dürfte auch einen Frontflügelschaden gehabt haben. Ja, ich gebe halt gerade Vollgas. Alter! Perez, ist das dein gottverdammter Ernst? Jetzt habe ich einen Frontflügelschaden.
Das sind solche Assis, ey. Der ist so unglaublich hartnäckig und aggressiv, der Junge, ne? Ist unglaublich. Der kann vor Glück reden, deswegen, dass das nur ein grüner Frontflügel ist. Deswegen, weil sonst wäre ich jetzt sowas von in die Karre reingefahren, dem kleinen Spasti. Deswegen fährt er auch immer so weit vorne mit. Wenn der im Zweikampf gegen eine andere KI ist, der ist so aggressiv, dass die KI fast immer zurücksteckt gegen ihn. Das ist der einzige Grund, warum der so weit vorne ist. Fett war auch an der Box. Krass. Der fährt jetzt auch Medium. Oh, der fährt 1 doch. Den muss ich mir gleich sofort geiern, ey. Das ist krass. Ja, damit würde das wohl bedeuten, dass bei mir mal wieder langweilig ist. Oh, my life sucks so fucking hard. Alter, ich hab jetzt so Angst vor dieser Kurve, ne? Naja, also, ich würde jetzt sagen, wir machen hier einfach mal den Cut. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Leider ist ja jetzt bei mir wieder nur TV-Übertragung das nächste Mal angesagt. Ich empfehle euch trotzdem, wieder Splitscreen trotzdem von Jan auszugucken, weil das jetzt... Splitscreen ist immer gut, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn bei Josh was passiert, man sieht es aus zwei Perspektiven, wenn ich gerade zugucke. Also, ich würde, wenn möglich, sowieso immer beide bis. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Wir sehen uns sonst morgen 14 Uhr. Bis dann! Ciao.